Bullshit, weil kein Mensch, ich habe einmal wieder angreift und der schubst ihn dann weg und der hat keinen Schwerpunkt und fliegt am Boden. Natürlich kannst du das mit Leuten machen, die keine Ahnung haben, aber zumindest sollte der Vorzeigende, wenn er mit jemandem streitet, der auch das macht, zumindest sollte er ein bisschen wenigstens ja Stabilität haben, weil der fliegt ja durch die Gegend. Weißt du was? Weißt du, der Tradition ist das, was mir am meisten stört. Hallo liebe Freunde, wir sind da wieder mit einem neuen Kawatzer-Reaktionsvideo. Heute habe ich die Ehre, das Ganze vorzustellen. Der Chris hat hier für uns was vorbereitet. Ich kenne den Inhalt nicht. Und ja, da werden wir mal schauen, eine Analyse mal machen und mal darauf reagieren, ob das jetzt gutes Martial Art ist oder ob das jetzt unter Bullshit fällt. Das andere ist natürlich, nicht vergessen, bevor wir mit dem Video beginnen, den Kanal zu abonnieren, ein Like da lassen, einen Kommentarbereich, habt ihr auch verschiedene Sektionen, wo ihr auch, wie gesagt, kommentieren könnt. Ihr könnt auch die Social Media Seiten folgen und vergesst auch nicht, den Kanal Kawatzer TV eventuell mit euren Freunden zu teilen. Ja, bevor ich jetzt weiter quatsch, ja, hab was vergessen noch, die Glocke aktivieren, das wäre auch nett, und damit habt ihr ja immer die neuesten laufenden Videos. So, jetzt möchte ich aber überschwenken zu Chris. Chris, du hast was vorbereitet für mich, ich weiß jawohl nicht den Inhalt. Und dann erzähl mal was darüber. So, ja, hallo. Was habe ich heute für dich, Seki? In unserer letzten Folge kam ja unter anderem auch ein Kampf zwischen einem Tai-Chi-Großmeister und Xu Shaodong vor, wir erinnern uns, ja, aus aktuellem Anlass. Kurz darauf, reiner Zufall, bin ich auf eine Kontroverse gestoßen, die sich darum dreht, ob und inwiefern Tai-Chi als ernstzunehmende realistische Kampfsportart zu verstehen ist. Mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, dass das in der Tai-Chi-Community jetzt überhaupt ein Ding ist, ein wichtiges Anliegen ist, okay, aber scheinbar ist das so. Mhm. Kurz bevor wir dann uns das erste Video anschauen, vielleicht noch ein bisschen den Kontext. Gerne. Das Video, das wir uns gleich anschauen werden, zeigt nämlich einen Tai-Chi-Lehrer namens Adam Mitzner, beim Unterrichten und wurde von einem YouTuber, der sich mit Fake Martial Arts befasst, unter dem Titel Couch Jitsu satirisch behandelt. Okay. Der unterrichtet dann nämlich im Sitzen und zeigt also sein Grappling her, und Couch Jitsu ist meiner Meinung nach ein ganz guter Name. Ja. Ein anderer YouTuber aus derselben Ecke, der sich auch mit Fake Martial Arts befasst, hat vor einiger Zeit auch einen Beitrag über dieses Video gemacht, das wir dann gleich sehen werden. Und hat sich dann in einem Follow-up-Beitrag vor kurzem darüber beklagt, dass er seitdem ungewöhnlich viele erzürnte Kommentare bekommen hat, mhm, die den Vortragenden in Schutz nehmen und sagen, nein, der ist legit und fachlich hochkompetent und ja. Und ja, wie gesagt, er hat da relativ extreme Emotionen bekommen. Ich persönlich finde den Titel Couch Jitsu für ein satirisches Video eigentlich gar nicht so schlecht. Der Titel ist nicht, klingt ziemlich gut. Klang ziemlich gut und wie gesagt, ging es um das Video, das wir uns jetzt eh gleich anschauen werden. Also ich würde sagen, gehen wir da vielleicht mal gleich in... Na, ich würde gerne mal den Zusammenhang, mal den Couch Jitsu mal sehen. Couch Jitsu, naja, ich meine, ich weiß von dir, dass du eigentlich nicht im Sitzen Grappling unterrichtest, aber gut. Noch nicht, ja, vielleicht dann nach dem Video. Nach dem ganzen Video, wenn du mich das überzeugt. Ja, ja, sicher. Ich kenne dich auch zu einem Couch-Jitsu-Meister. Ich denke mir, wenn man die Leute im Sitzen so herumpushen kann wie der Herr Mitzner, dann... Ich kann mir doch vorstellen, dass es ziemlich angenehm sein muss. Ja, ja, absolut, also, wenn es funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass die Assistenten hier vielleicht ein bisschen mithelfen, um diese dramatischen Effekte hier zu erzielen. Okay. Kann mir auch vorstellen, dass, ich kenne ja das Video schon, dass der Mann vielleicht mitunter ein bisschen ins Esoterische abgleitet, wenn er damit... Konzept, ja, mit seinen Tai-Chi-Konzepten herumwirft, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich auch. Ja, würde ich sagen, schauen wir uns zunächst einmal das betreffende Video an und danach, ja, wir von Kawatzer TV wollen ja eigentlich nicht jetzt einfach nur so selektiv in dieser Berichterstattung vorgehen, ja, wie diese anderen beiden MA-Kanäle. Das ist ja hochselektiv, wenn man sagt, gut, ich nehme ja eines der Videos, wo er da gemütlich im Sitzen unterrichtet.
Vielleicht ist das out of context, vielleicht ist das missverständlich. Wir werden uns dann in der Folge noch zwei weitere Demo- und Lehrvideos von dem Mann geben, wo er dann im Stehen unterrichtet. Und um uns da ein komplettes Bild zu machen und dann mal zu urteilen. Ich probiere nur, das ist mein Couch-Shitsu. Vielleicht probiert er, ich meine, das Video kenne ich ja nicht, aber vielleicht probiert er eine Nische zu füllen. Ja, na, vielleicht klappt das mit dem Couch-Shitsu so gut, das dass man da gar nicht aufstehen oder? Muss. Was, wie gesagt. Und die Gegner sind so angenehm im Angriff, dass man halt dann sitzen bleiben kann. Gegner gibt es ja in dem Fall nicht. Ja, das sind ja natürlich wie immer Kooperationsgeschichten. Wegbegleiter. Wegbegleiter, Assistenten. Supporter, nenn es wie du willst. Ne? Ja, ich möchte jetzt gar nicht so lange trödeln und dir einfach mal dieses Video zeigen. Gerne, dann schauen wir es sich mal an. Yes, Sir. Gehen wir es an. Ne? Passt. So, wir haben hier den Herrn Mitzner. Just one gram of pressure. Bei, du siehst, die Zuhörer. Because it's correct, not because it's light. Was Problem, hat er das verloren? Light is just light. So, das sucht er da. He's so powerful. Siehst du? Oh, he crushes me. Oh, he crushes me. Not light, I use heavy. Ja, ich meine, das ist halt so, wenn er da offensichtlich dem... Very heavy. Offensichtlich kann er diesen Menschen da... Nach Belieben. Das ist ernst gemeint, was du da machst, bitte. Ja, ja. I use very slow. Ich meine, warum slalet der herum, ist der Boden so rutschig? Man schaut auch irgendwie aus den Socken, muss der. Doesn't matter how fast he wants to move. Wo sind die Trainingsschuhe? Der andere schlaft. I use slow. Ich I use very fast. Ich habe mir halt irgendwie vorgestellt, dass das einfach ein bisschen... Not light, not heavy, not fast, not slow. Siehst du? Wo kommt der Herr Mitzner her? Im Moment, wo er in Großbritannien kommt, aber ursprünglich aus Australien. Australien. Sincerity towards the method, towards Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan war lange in Thailand, im Phuket, Thailand angesiedelt. Mittlerweile. Ich habe auch jetzt nicht die beste Frisur, was dafür ist. Es ist ein bisschen ein Bad Hair Day. Heavy or light, Tai Chi Chuan will not be sincere to you. Ich bin jetzt momentan auch jetzt nicht der Hairstyle am optimalen, aber ich meine, im Grunde, jetzt kannst du dir unter dem Couch Jitsu mal was vorstellen. Ne? Invest in loss, in my opinion, das war der erste Part. Das war jetzt quasi im Grunde so dieses Video, an dem sich der. When you're doing it correctly, ja, you will er ruft dann jetzt noch einen zweiten Schüler her, er zeigt das da länger so vor. Die Martial Arts Channels, die wir ihn gesprochen haben, sich im Grunde alle an diesem Video bedient, wo man da halt gesehen hat, okay, der tut da im Sitzen. So vorzeigen und but if someone pushes eigentlich on you, ja, gemütlich erklären. Ein weiterer Kritikpunkt war jetzt natürlich, dass der Herr Mitzner auch ein bisschen out of shape ist. Ne? Das würde mich weniger stören, out of shape. Wenn er jetzt eine gute Technik hält oder Bewegung hält, das, was wir jetzt gesehen haben, das ist wahnsinnig. Ich lasse den da ein bisschen zu lange reden heute in meiner Video. Ist ja wurscht, aber ich schaue mir auch mal die Halle da an. Weil man sieht auch da, wo ist das gedreht worden, in England? Ach, das ist auf einem seiner Seminare. Ich kann jetzt nicht sagen, in was für einem Land das stattgefunden hat. This one I choose, so fast. Ja, mit dem zeigt er da weiter vor. Very clear, mental, twitchy, fast body. Aber im Grunde ist es das, also diese Vorführungen, wo er da im Sitzen trainiert, das hat natürlich in der Fachwelt dann dementsprechend. Welches Gewicht soll das sein? Das ist ein Tai Chi. Too fast for me, I'm too lazy. Ich habe es rausgeschrieben, physically you're faster. Kann mit den Bezeichnungen eh nicht viel anfangen, aber Young-Stil Tai Chi Chuan. Also. Ja, aber ich kann es mir vorstellen, weil ich, mein, ich kenne Tai Chi als System, mittlerweile ja für die älteren Personen, yes, die das als Entspannungstraining machen. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, na warum machen wir nicht gleich wieder mal einen Kampfstil draus, der auf dem Sofa auch noch gemütlich ist. Ja, ich meine, die Idee generell ist zwar nicht so schlecht, aber die Technik... Aber gut, du hast ja gesehen, wie dieser Assistent da wirklich... Naja, natürlich. Zwischen Fiktion und Funktion ist ein Riesenunterschied. Ich meine, du hast jetzt unglaublich viel Kraft. Könntest du jetzt jemanden so einfach gemütlich auf der Couch sitzen, wenn du jetzt deine Stellung nicht benutzen kannst, dann Gleichgewicht? Ich könnte schon aus dem Gleichgewicht bringen, aber so wie er... Ich meine, der dirigiert ja die Leute geradezu mit den Fingern herum. Man kann schon aus der Sitzposition oder aus der Position jemanden aus dem Gleichgewicht bringen. Kann ich schon machen, aber
nicht jetzt mit der Körperspannung, die er da hat. Mhm. Also im Grunde genommen ist es so, dass er ganz gemütlich dasteht, so wie, keine Ahnung, kaum Spannung, kaum Druck und die Leute fliegen schon von alleine herum. Das ist keine realitätsbezogene Vorführung, das ist einfach nur gestellt. Aber ich würde gerne den anderen ja wirklich mal sehen, wenn er wirklich probiert hat, Druck aufzubauen, dann, dass er die Technik macht. Es gibt Sachen, die da funktionieren können. Mhm. Im Bodenkampfbereich ist er nicht anders. Ich bin im Sitzen, quasi in der Position. Die Idee grundsätzlich, so gesehen, wenn man es als die Position sieht, als Handicap, zum Trainieren finde ich gut. Was so wie er das jetzt vorführt und mit den ein Finger dreht sich rüber und der fliegt 20 Meter weg und dann verliert er das Gleichgewicht, fliegt am Boden und ist hilflos. Die ganze Vorführung hier ist ziemlich unreal. Also ja, nein, ich finde das, find das auch ganz spannend, wenn man dann irgendwie so ins Esoterische abgleitet. Not light, not heavy, not fast, not slow, because it's correct. Weißt du, das ist irgendwie. Naja, er schließt alles aus, damit kannst du ja nichts mehr sagen. Das ist so ein. Also kannst du ja nichts mehr sagen. Ja, sicher, aber was für ein Trainer gibt so Anweisungen, wie man. Ja, einer, der Bullshit im Kopf hat. Ja, generell, schau. Er probiert den Tai Chi zu vermarkten. Das eine ist natürlich. Und zwar als Kampfsportart. Als Kampfsportart. Das ist sehr wichtig in dem Kontext. Ich muss mir das vorstellen. Wenn wir zum Beispiel Tai Chi herannehmen, Tai Chi hat sich ja im Prinzip aus einem echten Martial-Arts-Stil mehr in Richtung Meditation jetzt weiterentwickelt. Und die Art und Form von Tai Chi, die es mal damals als Kampfstil gab, gibt es in der Art und Form ja nicht. Mhm. Und was der jetzt interpretiert, ist mehr so ein Couch-Training, wo man halt hier mit ein paar magischen Handbewegungen, ein bisschen auch vielleicht aus dem Aikido oder vielleicht ein bisschen Cheese aus dem Wing Chun-Idee, die aber relativ grottenschlecht ausgeführt wird, hier quasi an die Leute bringt. Grundsätzlich kann man nur eins sagen, ist Grappling aus der Position möglich? Natürlich ist möglich. Aus der Sitzposition kann ich genauso Bodenkampf-Sachen machen, passiert ja auch meistens im Oktagon, wenn ich in der Ecke bin und nicht am Rücken, sondern mit dem Rücken zum Käfig. Das ist eine sitzende Position. Das ist eine sitzende Position, natürlich. Aber der, was der hier zeigt, wir sprechen zwischen riesigen, zwischen großen Weltenunterschied. Also der, so wie er das jetzt präsentiert, ist das meistens Bullshit. Ich meine, das ist halt nur so, das ist halt wirklich Fantasie. Viel Fantasie, viel Kopfkino ist dabei und die Leute machen natürlich mit. Es ist halt der Lehrer, der nicht antastbare und man ist vielleicht schon so mit dem Gehirn gewaschen, dass man hier nicht viel attackieren kann. Du kennst es ja, wenn wir trainieren zum Beispiel und ich lasse euch mit mir was trainieren, wir üben schon teilweise auch, wenn wir es locker machen, mit mehr Druck. Also ich lasse den anderen angreifen und du merkst, okay, shit, es geht doch nicht. Ja, oder, und der Lehrer kann das doch gut umsetzen. Man merkt das ja vom Ansatz. Nur hier sehe ich weder den Schüler, dass der jetzt probiert anzupacken. Der Schüler probiert nicht druckvoll zu arbeiten, der Schüler probiert nicht zu schlagen. Da ist natürlich viel Kooperation im Spiel. Ne? Und wenn jetzt auch Ringertechniken gezeigt werden, mein Freund, dann mach wenigstens mehr Druck oder lass die Leute ein bisschen mehr attackieren, damit das Ganze glaubwürdig ist. Mhm. Weil eine Sache kann ich teilen, eine Sache kann ich sagen, Idee aus der Sitzposition zu trainieren ist nicht falsch. Wir kennen ja Sitzfußball, man kann aus der Sitzposition auch Übungen machen aus dem Wrestling, gibt es ja auch, ist ja nichts Außergewöhnliches. Aber das ist wiederum zu viel Bier getrunken oder keine Ahnung, naja. Zu viel Alkohol. Also wenn ich da mal einhaken darf, also dann war das doch nicht ganz unberechtigt, dass da diese beiden Kanäle, diese beiden Experten, die ja doch ein bisschen Ahnung vom Martial Arts haben, gesagt haben, das ist unrealistisch, das glaube ich nicht. Das habe ich jetzt auch gesagt. Also ich sage ja, mal, absolut, da war ich ganz froh. Also ich möchte das zumindest mal festhalten. Nein, du weißt ja, wir wollen ja nicht alles schlecht machen. Und nein, ganz wir sind gar ja nicht durch den Kakao ziehen. Es muss halt nur die Debatte irgendwo mal einsetzen. Nicht? Ich habe dir jetzt das betreffende Video gezeigt, aus dem diese beiden YouTuber-Kollegen dann im Endeffekt das gefolgert haben, das Couch-Jitsu-Video sozusagen. Aber was hat denn das mit Jitsu zu tun? Es war halt nur ein griffiger Titel, ja, wie der Mann halt so ganz locker auf der Couch tut. Aber er ist ja kein Jiu-Jitsu-Lehrer. Nein, aber der Kollege von McDojo Live hat das halt als guten Titel für ein Satire-Video empfunden. Wenn ihr schon Satire macht, dann macht es wenigstens einen richtigen Original. Okay, dann ist es Couch-Gi. Genau, das wäre gut. Ist es Couch-Gi. Super. Okay. Das wäre gut. Na, wie dem auch sei. Couch-Gi, das würde passen. Wir sind halt so. Tai Chi, Couch Chi. Aber nicht Chi Chi, dazu mal auch ein bisschen. Okay, Couch Chi Chuan. Ja, aber die haben ja den Titel genannt. Ne? Die haben das als Couch Chi Chi Chuan. Ja, der sucht halt einen griffigen Titel für sein Video. Das kennst du ja echt. Na gut, dann ist es jetzt Couch Chi Chuan. Für uns.
Für uns? Gut. Bleiben wir immer korrekt. Bleiben wir korrekt, sagen wir Couch Chichuan. Wir sagen Couch Chichuan. So, jetzt hat der Herr Mitzner aber halt eine zahlreiche und zumindest zum Teil recht aggressive, leidenschaftlich argumentierende Fanbase. Wir erinnern uns, ich habe gesagt, der eine YouTuber hat sich beschwert, da kriegt er recht viele Hasskommentare, was ihn dazu veranlasst hat, ein Follow-up-Video zu drehen. Und hat dann wieder so ein Video gezeigt, wo er eigentlich auch so im Sitzen unterrichtet mit so gestellten Dingen. Sprich, dieser Kollege von uns glaubt nach wie vor nicht an die Echtheit und Effizienz von Couch Chichuan und dem Kämpfen im Sitzen. Sei das mal wie es sei. Wie läuft denn der Unterricht ab? Müssen alle dann sitzen? Wo hat man so viel Sessel? Hat man so viele Couchen? Nein. Muss man so vorstellen, wenn ich in die Trainingshalle gehe, die lauter Sofas dort. Die nächsten Videos, die ich dir zeige, sind eh ganz normale Kampfsportvideos. Oder ist das jetzt nur, das ist halt dem nur Lehrer, so, dem Meister gebührt? Du, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, warum der das im Sitzen. Oder muss ich diese Gradierung erreichen, dass ich mich hinsetzen darf? Stimmt. Stimmt, die anderen müssen noch stehen, er darf sitzen. Ne? Naja, wie dem auch sei, das jetzt wie es sei. Ich dachte, wir machen jetzt seriös weiter, dass ich dir zuerst einmal ein paar Hard Facts zum Herrn Mitzner sage, dir dann auch eine Demo, wo er aufgetreten ist, zeigen wird. Das ist von einem Tai-Chi-Kongress in Hannover 2016. Und dir dann nochmal ein Lehrvideo zeigen wird, das er macht. Da hat er keinen Bad Hair Day, da ist er, da steht er. Und also dann können wir das ein bisschen mehr auf Seriosität hinbekommen. Um ein bisschen mehr zurückzukehren auf das Couch-Ding. Ja. Also würde ich mich so hinsetzen, wäre ich müde. Ich würde wahrscheinlich nicht hinlegen, schlafen. Ja, wie gesagt, ich habe dich auch noch nie so unterrichten sehen. Ich würde wirklich einschlafen. Naja, nein. Ist ja auch bequem auf der Couch, nicht wahr? Also mir fällt das, wenn ich mich hinlege, so auf eine weiche oder angenehme Couch, dann würde ich gerne, dann würde ich wahrscheinlich pennen. Ja. Ja, wie gesagt, ich werfe da mal ein paar Hard Facts einfach zum Vortragenden rein. Der Herr Mitzner hat in seiner Kindheit und Jugend eigentlich externe Martial Arts Stile praktiziert. Frage mal, ist das ein aktuelles Video? Das ist relativ aktuell. Die sind alle aus den letzten paar Jahren. Das ist sehr wichtig. Warum frage ich das? Weil manchmal, wenn es wirklich in die ziemlich ältere Versionen geht, da kann ich sagen, okay, das sieht man mehr Blödsinn nach. Ja, nein. Aber wenn es aktuell ist, dann okay. Nein, okay. Durchaus. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, wie gesagt, also er hat mit Kung Fu, also als Kind mit Judo, als Teenager dann mit Kung Fu geübt, Erfahrungen gemacht, ist also von externem zu internem Martial Arts dann erst im späten Teenageralter gewechselt, also von den harten Stilen zu den weichen Stilen. Mhm. Hat ausgedehnte Studienreisen gehabt, sich mit Taoismus und Buddhismus beschäftigt, okay. Bei einem Haufen Leuten gelernt in der ganzen Welt, ist ein Yang-Stil-Tai-Chi-Chuan-Lehrer der siebten Generation. Ich habe mir das rausgeschrieben, kann damit ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich was anfangen. Die siebte Generation, gut, ich kann mal was verstehen, was das ist, aber... Ist der Gründer von Heaven Man Earth Tai-Chi International. Heaven Man Earth Tai Chi International, das ist halt so seine Schule. Unter diesem Dachverband findet man im Internet doch auch viel Präsenz und so. Hat Workshops und Schulen, die halt seinen Stil betreiben. Fast wie eine Religions. Es wirkt ein bisschen wie ein Kult, ehrlich gesagt. Ja. Fast wie eine Sekte. Bist du auch nicht der Erste, der das fast bemerkt? Ja, ja, klar. Ich würde ihm nichts unterstellen. Du, da gibt es Schlimmere, aber es hat schon ein bisschen so... Heaven Man Earth heißt eigentlich gesagt, dass wir... Also wie Himmel, Mensch, Erde, nicht? Ja, also ein Engel. Und Himmel und Erde ja auch sehr, sehr wichtig in dieser ganzen Zeit. Ich kenne das meistens aus dieser Tai Chi Begriffswelt ist das, ja. Glaube ich. Ja. Aber da hat man mehr mit Meditation zu tun, aber hier, das ist ja ein Kampfstil, oder? Soll das sein, ja. Ich meine, ich weiß nur, in der chinesischen Philosophie ist dieses Himmel und Erde, diese Dichotomie aus Himmel und Erde sehr, sehr wichtig. Das ist halt alles, allumfassend. Also, und der Mensch sitzt halt dann auf der Couch dazwischen, sozusagen. Aber wenn es ein Heaven gibt, dann müsste es auch ein Hell geben. Gibt doch den Titel? Was? Nein, ich habe noch nie von Hell Man Earth Tai Chi gehört. Aber das könnte man ja... Ja, gleich... Anyways, der Mann ist jedenfalls sehr, sehr populär. Es gibt eben, wie gesagt, Workshops, Schulen und dergleichen in Asien, Nordamerika, Europa, Australien. So, durchaus, ja. Haben auch recht gesalzene Preise. Auch das ist in der Internetkritik aufgefallen.
Also da hat sich schon der eine oder andere gedacht, na, um das Geld könnte ich auch eine richtige Martial Art lernen, bei guten Leuten. Wie dem auch sei, der Hauptsitz von Heavenman Earth Tai Chi International war für längere Zeit in Phuket, Thailand. Und In ist mit. Phuket. Ja. Da war eigentlich so okay. Ja, ich weiß, da. Ein bisschen mit Thai-Boxen und das Ich habe Ganze. auch gedacht, nicht unbedingt das Erste, wo man jetzt auf Tai Chi kommen könnte, aber es könnte auch mit diesem Buddhismus-Aspekt in Okay. seinen Lehren zu tun haben, nicht? Es kommt Also. aber darauf an, wie die das ja natürlich an den Markt verkaufen. Wenn die jetzt sagen, ja, wir sind mehr so ein Kult mit Meditation und mit Frieden, dann wird es eher geduldet, als wenn der sagt, ja, ich fordere dich heraus, schau mal, was besser ist. Thai-Boxen oder Ja, Heavenman-Earth-Fight-Style, Tai-Chi, ich würde mir das Chuan. anschauen, meine Damen und Herren. Naja, vielleicht gehen die halt so ran, dass sie das eher so als, wie ich mal sage, Schlüsselanhänger verwenden in den besagten Ländern, wo halt doch die andere Maßstabsstilgruppe stärker ist. Ich kann mir das vorstellen, dass die auch dort mit Gehirnwäsche arbeiten. Ich will nichts unterstellen, aber vielleicht ist es denn vielleicht immer da. Also was ich so bei meinen Recherchen bemerkt habe, ist, also Tai Chi ist um einiges größer, als ich mir gedacht habe. Und Tai Chi erhebt, die Tai Chi Community scheint das sehr viel mehr den Anspruch, eine vollwertige Kampfsportart zu sein, als ich mir das gedacht habe. Ich dachte immer so, okay, mehr so Meditationsgeschichte, wie du eh gesagt hast. Ich wusste natürlich auch, und du hast das vorher erwähnt, dass in diesen Tai Chi-Bewegungen sehr wohl oft Grappling-Bewegungen eingeschrieben sind. Aber hatte jetzt überhaupt keinen Plan, dass man da überhaupt den Anspruch erhebt, ein vollwertiges Kampfsystem da vor In sich letzter zu Zeit haben. merken wir, dass viel Anspruch immer erhoben wird. In letzter Zeit Anspruch, merken wir, Anspruch, Anspruch. Und das meiste kommt immer von traditionellen Stilen. das ist Ich sage korrekt. dir, warum das so ist. Das habe ich beim letzten Video schon gesagt. Weil die keine Weil die Wettkämpfe keine haben, richtig? Wettkämpfe haben und das vermissen wahrscheinlich irgendwie. Sie brauchen irgendwo ein Aushängeschild. Und tun sich dort integrieren, so gut es geht, durch Vergleiche. Ich habe da mal Oder? gehört, wo der Vergleich fehlt, da suchen die Leute auch immer so nach Zaubertricks. Da hat mal ein Trainer gesagt, so, ja, kämpfen, das ist keine Zauberei, da gibt es keine Tricks in dem Sinn. Also die Idee, dass man jetzt einfach irgendeinen Trick macht und auf einmal fällt der andere um, das ist natürlich sehr verlockend. Nur wenn man sich mit echtem Kampfsport und Vergleichbarkeit und Wettbewerben dann auch befasst, dann denkt man das ja nicht Ja. mehr. Ich meine, dann wird einem das, ja, kommt einem die Idee nicht mehr so. Also die suchen da immer irgendwo einen Trick. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung jetzt doch gleich zum nächsten Video, dass wir uns diesen Kongress da anschauen. Eine Demonstration. Okay. Diesmal, wie gesagt, im Stehen unterrichtet. So. Ist dasselbe her? Das ist dasselbe Herr. Diesmal hat er sich gekampelt und demonstriert da eben bei einem Tai Chi-Kongress Okay, jetzt zeigt er ein bisschen sein mehr, was aus dem Push-Hands. Wrestling kommen könnte. Also es ähnelt jetzt mehr an Kreisdisziplinen. Wobei ich sagen muss, jetzt der Stand, okay, der Du, Push. der hat schon Ahnung vom Das ist schon, Kämpfen irgendwie. nein, das ist schon in Ordnung, was er jetzt zeigt. Mit dem Greifen. Aber da ist wieder für mich der Partner zu passiv. Nämlich der hat wieder keine Ahnung, wie man greift. Normalerweise wieder ein Gegenmann nicht so herumfliegen, sondern eher dagegen arbeitet, der Blödsinn. Also, das ist jetzt wieder zum Schluss wieder so dermaßen. Schei lässt jetzt auch schlagen. Na gut, aber so wie der Hampelmann da herumhupft, kann man natürlich machen, was man will. Der Beginn hat besser ausgeschaut, der Schluss hat er dann komplett verkackt. Also, ich sage mal, typisch, ja, weil die wollen ja mal so demonstrieren, wie stark die sind. Ich meine, ich habe jahrelang Wrestling und Grappling und alle Erfahrungen und sogar das Ganze in gewissermaßen Wettkampfbereichen gemacht. Das zum Schluss in diesem letzten Part, die Hälfte fast, Diese Schlagabwehr ist da. Bullshit, weil kein Mensch, schau mal, wenn der angreift und der schubst ihn dann weg und der hat keinen Schwerpunkt und fliegt am Boden. Natürlich kannst du das mit Leuten machen, die keine Ahnung haben, aber zumindest sollte der Vorzeigende, wenn er mit jemandem zeigt, der auch das macht, zumindest sollte er ein bisschen wenigstens ja Stabilität haben. Der fliegt ja durch die Gegend. Weißt du was?
Das wird der traditionelle Stil, das ist das, was mich am meisten stört. Es ist alles schön und gut. Traditionelle Stile, ich unterstütze auch manche Sachen. Wie als Schlüsselanhänger sagen, kann man machen. Und durchaus, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Sendung, aber dass du da eigentlich noch sehr. Eben, aber wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir manchmal, ich meine, bist du mit dem Kopf irgendwo angerannt? Ich meine, warum hat man das notwendig, so dramatisch zu zeigen und indem du den anderen, keine Ahnung, herumwirfst, was absolut eine Realität fern ist? Weil grundsätzlich, wenn ein Partner vor mir steht und ich trainiere seit 35 Jahren Kampfsport, ich habe in den letzten Videos nie über mich selber so gesprochen, so in der Höhe, aber ich sage mal das, ich habe in meiner ganzen Kampfkunstkarriere, in meiner Wrestling-Karriere, in Jiu-Jitsu-mäßig, was ich trainiert habe, noch nie in einem Zweikampf erlebt, dass man mit Leuten so leicht herumwerfen kann, wenn der zumindest ein bisschen Gegendruck liefert. Mhm. Weil der Hampelmann steht da vorne, ich weiß nicht, wo man den ausgegraben hat, und wirft den Stoß dann weg, und der fliegt dann, wie wenn da in den Schlag der Blitz getroffen hätte. Ich meine, mir ist das auch aufgefallen. Und das macht das so kaputt, weißt du? Vor allem dann auch, vor allem diese Idee, dass man jetzt durch den leichtesten Fingerdruck einen Menschen, der jetzt gegen einen drückt, so schnell einfach zu Boden buxieren kann. Oder der Beginn war schön. Kann. Da hat er gezeigt, ein bisschen aus dem Wrestling. Ja, ja, wir haben fast ähnliche Übungen in letzter Zeit gemacht. Ich kenne die Videos ja nicht. Aber da hat er begonnen, jetzt weißt du, was ich meine. Aber zum Schluss ist das Ganze also wirklich verkackt. Mhm. Er hat angefangen wieder mit seinem Bullshit-Couch-Ding. Man war kein Couch zum Sehen, aber ähnlich, dieses Herumziehen und der fliegt dann durch die Gegend. Und weißt du was? Wenn du das ablieferst gegen jemanden, der halbwegs, nur halbwegs kämpfen kann, bist ausgeliefert, bist kaputt. Also, mein Beginn war gut. Der Mann hat auch Ansätze, wo Grappling wahrscheinlich vorhanden wäre. Nur der Rest ist dann wieder Utopie und das ist das Problem. Mhm. Ja. Und wenn jetzt die Community jetzt das verteidigt und sagt, hey, das ist ein guter Mann, der kann das. Ob ein guter oder schlechter Mann ist, ist eine andere Geschichte. Nur das, was wir in Videos sehen, in der ersten Hälfte ist annehmbar. Die zweite Hälfte, leider, tut mir leid, aber das kann man so wie es einen Kämpfer nicht verkaufen können. Ich habe in der Einleitung ja gesagt, dass wir in der letzten Folge auch einen Kampf von einem Taichi-Großmeister gegen einen Mixed Martial Artist thematisiert haben. Ja, warum hat das dort nicht funktioniert dann? Also, exakt. Der kann glaubst du, wenn dieser dieser Großmeister, Herr, der da gegen Mann, den Shushatong gekämpft hat? Wie hat der geheißen? Boah, ich weiß nicht. Nein, der. Also der, Adam Mitzner. Der Herr Mitzner, wenn der jetzt dort im Oktagon gestanden wäre, gegen den Shushatong, das wäre nicht anders verlaufen. Mhm. Das ist der Bullshit-Teil. Ja? Und den muss man sehen, dann muss man die Augen öffnen und dann muss man verstehen, Kämpfen, Basic, normales Kämpfen, Funktionalkämpfen, hat mit Schlüsselanhänger kämpfen und Technikmethoden nichts zu tun. Das kann man als Hobby betreiben, nebenbei, als Kult. Man kann es als Training, als Bewegungserfahrung machen. Aber nochmal, deswegen funktioniert der ganze Plätzchen nicht, weil zum Schluss hin siehst du, wie der durch die Gegend fliegt, wie wenn der mir jetzt im Hintern gebissen hätte. Ja? Wahnsinn, ja. Weil das ist ja nicht normal. Was soll das? Du wirkst leicht entsetzt. Naja, weil ich immer wieder dasselbe kritisieren muss. Das Problem ist einfach das, die Leute, die mich kennen, ich bin sehr tolerant gegen Kampfstile. Aber auch sehr ehrlich. Sehr ehrlich zu Kampfstilen und ich selber habe traditionelle Kampfstile jahrelang vom Wing Chun weg alles schon trainiert. Aber noch einmal, als ich dann quasi, wenn ich das vergleiche mit dem Wrestling, das ich vorher gehabt habe und dann auch mit dem Mixed Martial Arts dazu, wenn ich das dort vergleiche, im Zweikampf und man probiert Tradition über Funktion zu setzen, tut mir leid. Das ist jetzt am falschen Weg, weil das wird nicht funktionieren, da werden sie alle Zeit verlieren. Es ist klar, Tradition kann ich dazu machen, überhaupt kein Problem. Für mich ist er Martial Artist, wenn er sagt, er möchte Tai Chi nebenbei machen, Taekwondo machen, Wing Chun machen, zusätzlich ist alles gut. Wobei ich sagen kann, Taekwondo doch mehr einen Wettkampfteil hat, aber alle anderen, die halt so Kung-Fu-Stile betreiben und Karate im Bereich halt, Kata-Karate. Mhm. Als nebenbei Schlüsselanhänger kann ich das machen. Natürlich Kyokushinkai Karate, Kenpo, die halt, manche, die Wettkämpfe haben, von dem Rennen. Bewegungsästhetik. Also die, was wirklich an Sparring und Kampfmangel haben, können das ja machen, aber ich will zusätzlich einen Funktionalbereich noch trainieren. Ist ja wurscht, ob du Kickboxen dazu trainierst oder Thaiboxen dazu trainierst oder MMA, wie auch alles heißt, ja, oder reines Wrestling, kannst du das ja noch dazu machen, ist ja wurscht. Gut, die Sache ist ja auch die, ich meine, wie ich dir vorher gesagt habe, mir war jetzt gar nicht klar, dass es da überhaupt in einer Tai-Chi-Community ein Interesse gibt,
sich als funktional überhaupt auszugeben oder zu verkaufen. Ich dachte, das sind diese netten Menschen, die ganz friedlich einfach Harmonie anstreben, weil sie langsam ihre Sachen machen. Aber dass man ist ja wahrscheinlich eh so in China. Es ist wahrscheinlich auch der Großteil der Community so drauf. Nur ich meine, es ist auch ein europäischer oder eher ein westlicher Trainer. Dem man aber nachsagt, dass er mindestens auf dem Niveau der guten Chinesen wäre. Also der. Das, ja, die Frage ist ja, wer das sagt. Zieht sich, naja, Fans natürlich. Ich meine, naja, Fans oder ob es Experten sind. Man muss sich die Tai Chi Community mal anhören von Meistern. Was die da dazu sagen. Hm. Also Fans ist ein Unterschied zwischen Expertenmeinung, Fansmeinung. Natürlich muss es meinen Fans gefallen, was ich hier mache. Genauso wie bei uns, wo wir probieren, ehrliche Berichterstattung zu machen, Analysen zu machen, zu reagieren und euch zufriedenzustellen. Hm. Aber ich probiere auch so original wie möglich zu wirken, ohne dass ich kann nichts gutheißen, was nicht gut ist. Hm. Und meine Meinung zählt ja auch, weil meine Meinung ist die Erfahrung aus den Kampfsystemen. Es ist ja so, dass ich euch probiere, hier quasi Expertenmeinung zu liefern zum Zweikampf. Ich bin kein Tai Chi-Meister, aber ich weiß, was funktionelles Kämpfen ist. Und er will hier funktionelles Kämpfen vorführen. Der Beginn war gut, aber glaubst du mir, der Rest, das kann schmeißen. Mhm. Das funktioniert im echten Kampf nicht. Oder glaubst du, dass es funktioniert? Nein, ich weiß, dass es nicht funktioniert. Na eben. Also der Beginn war nicht schlecht. Die Kontrolltechniken, das ist schon ähnlich mit dem Grappling. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Mann mit dem Fitnesslevel, egal wie gut er in Tai Chi ist, mich jetzt nicht durch den Raum werfen wird, wenn er mit der Fingerspitze... Keine Chance. Also ja, außer, wie gesagt, du lässt es zu, aber der andere... Außer natürlich, ich habe als Schüler ein Interesse, da jetzt extrem überzogen herumzupurzeln, dann werde ich natürlich auch herumpurzeln, nicht wahr? Ja, dann wird es aber jeder schaffen. Exakt, ja. Also ich glaube, das ist halt mehr Manipulation im Hirn, als wie die Funktion quasi im Kampf. Weil wenn ich dich manipuliere, kann ich ja mit dir machen, was ich will. Ist ja genau dasselbe Blitz im Kia-Training. Da gibt es ja manche, ohne zu berühren, dass man den anderen besiegen kann mit Hautdruck-Sachen. No-Touch-Knockout und so. Nicht. Ja, what the fuck? Ich meine, tut mir leid, wenn ich das sage, aber ich meine, die Leute haben die Realität verloren. Die leben ja nicht mehr auf der Erde. Er sagt ja auch Heaven. Heaven, Earth, wie? Heaven, Man, Earth. Heaven, Man, Earth. Wobei sagt er das eher? Wobei man jetzt sagen muss, wie gesagt, Himmel und Erde bedeutet in der chinesischen Philosophie. Ja, wenn er aber in Aufzeichnung wird das Man Hell. So viel wie allumfassend. Welcome to the Hell wird das eher sein. Alles unter dem Himmel ist zum Beispiel so also für den. Ich finde, die Titel sind ja geil. Ich meine, sowas brauche ich auch. Ich sage das immer wieder. In den Titel ist halt nicht auf seine Mist gewachsen. Just saying. Also der Titel nicht? Oder? Nein, wie gesagt, Himmel und Erde, diese Dichotomie, das hast du schon, das hast du in der chinesischen Philosophie, in der chinesischen Staatsphilosophie, das Reich unter am Kaiser wird zum Beispiel als alles unter dem Himmel bezeichnet, das Universum ist letztlich alles unter dem Himmel. Ich finde die Bezeichnung eh schön. Ja, aber ich meine, ich finde da die Technik nicht so gut. Ich will nur sagen, du landest halt nicht im Himmel, wenn du sowas in einem Oktagon. Nein, eher in Höhle. Ja. Welcome to the Hell, habe ich ja vorher gesagt. Ist angekommen. Welcome to Hell in the Cell. Bevor wir uns da vielleicht weiter mit der Technik vom Herrn Mitzner befassen, habe ich da noch einen kleinen Kritikpunkt einzuwerfen, der mir bei den Recherchen aufgefallen ist. Okay. Wir wissen ja, Kämpfer streben auch immer irgendwo nach körperlicher Konditionierung, dass sie halt an Geschwindigkeit, an Kraft durch irgendwelche externen Übungen halt jetzt gewinnen, nicht wahr? Alles, was hilft. Training einfach, nicht? Und zum Training ist mir da eine problematische Aussage besonders im Kopf geblieben. Der Herr Mitzner hat in einem Interview nämlich betont, diesen Transformations- und Umprogrammierungsaspekt des Körpers hin zum Tai Chi. Okay. Soll so viel bedeuten wie Tai Chi Training ist eben auch irgendwie ein Prozess der Anpassung und der Umprogrammierung und man soll in seinen Worten zu einer Tai Chi Creature werden. Was bedeutet das? Das kann auch durchaus implizieren, dass externes Training, um wirklich gut in Tai Chi zu werden, mit externem Training meinen wir jetzt Hausnummer Liegestütze oder so, hinderlich sein kann. Sprich, der Körper eines beliebigen Athleten, wie athletisch auch immer der sein mag, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht meint er professionelles Bodybuilding. Und das meint er unter anderem auch. Sein Beispiel wäre das eines Footballspielers gewesen. Die Jungs sind ja auch recht fit. Also sprich, ein beliebiger athletischer Körper wäre jetzt gar nicht fähig, das zu leisten.
Das heißt quasi, um gut in Tai Chi zu werden, musst du dich irgendwann so sehr auf das interne Training konzentrieren und auf externes Training auch durchaus verzichten. Also, wie gesagt, ich ziehe mir das jetzt nicht aus der Nase, ich habe mir da einfach ein Internet. Naja, ich bin mit dem Konzept auch so nicht ganz vertraut, dir ist das vielleicht schon mal untergekommen. Für mich klingt es einigermaßen esoterisch. Weil gerade sein Fitnesslevel auch Gegenstand der Fachkritik gewesen ist in diesen. Also kann ich kurz was dazu sagen? Das ist sicher, sicher. Also kurz zu der, das war jetzt nur mein Einwurf mal zu. Ganz kurz noch zu dem, dann kannst du weitermachen. Also, pass auf. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Tai Chi, ich darf keine externe elementarische Trainingsvarianten wählen, sonst wäre das hinderlich für mich. Ich könnte jetzt dann verstehen, okay, vielleicht zu große Muskeln, die durch Steroide aufgespritzt werden, die dann quasi der Mechanik störend wirken. Im Extremfall. Oder wie gesagt, zum Beispiel, wenn man dann zu massig ist, dass man halt die Bewegung wieder nicht hat, die das wiederum quasi eine Einschränkung bringt. Da kann ich jetzt sagen, es ist dasselbe in anderen Martial-Arts-Bereichen. Wenn ich jetzt zu muskulös, zu groß aufgebaut bin, kann es sein, dass es dann natürlich mein Boxen stört, mein Kickboxen stört, was auch immer. Man sieht das in der Praxis ja auch. Ja. So, das hat er damit gemeint, oder wie? Das hat er wahrscheinlich aber nicht damit gemeint. Allgemein, das wenn ist jetzt, die vernünftige Lesart von dir. Ja, ja. Meine Lesart, genau. Ja. Nur wenn er jetzt da sagt, jetzt komme ich zu dem, Liegestütz, Kniebeugen, die jetzt dann natürlich ausgeführt werden, Bauchmuskelübungen, Gewichtübungen, wo man jetzt nicht zusätzlich irgendwelche Steroide verwendet, dass die Muskeln nicht zu überdimensional groß wachsen. Sondern einfach an Kraft gewinnen. Einfach nur Training, Konditionstraining. Wenn er jetzt meint, das ist hinderlich, dann muss ich lieber sagen, hey, dann, was ist denn das Ziel von dir? Ich meine, das ist eigentlich ein Bonus, anstatt zu sagen, das ist förderlich, sagt er das Gegenteil, das ist, das keine kann, Ahnung. Das kann hinderlich sein. Weil bei uns, wir sagen ja, wenn du das machst zusätzlich, natürlich muss man schauen, welche Muskelgruppen man trainiert, konditionell, welcher Typ du bist, aber das ist alles Bonus, das ist nicht negativ. Ich meine, wie gesagt, außer ich künstle herum mit Steroide, mit Chemie, wo ich die Muskeln in den Wachstumsbereich bringe, wo die Funktion nicht mehr gegeben ist, also quasi von der Bewegung, die ich brauche. Aber das ist natürlich ein bisschen zu gewagt, was hat er raus. Naja, weißt du, ich meine, ich kenne also, das schon aus traditionellen Kampfsportarten, dass da manche richtig Athletizismus gegenüber oder Kraft gegenüber richtig eine Abneigung entwickeln und Fußball das als Hinderliches hinstellen. Fußball muss ja auch agil sein und relativ, darf nicht so viel Masse haben. Ja? Aber wir sprechen hier vom Martial Arts. Du, das gibt es ja wohl in keiner Sportart. Aber vielleicht meint das für Tai Chi, was er macht. Dann ist er in einer Liga. Ja, wie gesagt, das gerade behauptet, das war nicht mein Barhocker, oder? Level halt jetzt Kritikern auch aufgefallen ist. Was der Tai Chi Creature, na, ist einmal ein Bierbauch, schmale Schulter. Also so ein Dünner ist er auch nicht, das stimmt. Also, ja, genau. Das habe ich jetzt ein bisschen übersehen. Er selber ist ja auch jetzt nicht der. Er wirkt jetzt nicht unbedingt wie der athletischste Mann. Ja? Ist gewagt. Und dann ist natürlich ein bisschen gewagt, wenn man sagt, Athletizismus kann durchaus auch hinderlich sein in Tai Chi, weil die meisten Kampfsportlehrer oder überhaupt Trainer freuen sich wahrscheinlich, wenn da gewisser Athletizismus vorhanden ist. Und bis das mal hinderlich ist, du hast das Extrembeispiel aufgespritzter Bodybuilder gebracht. Aber ich glaube nicht, dass du dich beschwerst. Aber ich glaube nicht, dass du dich beschwerst. Es ist keine Kritik an die Bodybuilder-Community, die das dann machen. Nein. Das ist wieder ein ganz anderer Sport. Ich meine halt jetzt nur, wenn die Brustmuskeln so groß sind, dass man die Arme nicht mehr zusammenbringt. Also Bodybuilding ist ein anderer Sport. Und wenn ich da jetzt Steroide verwende für den professionellen Sport, damit ich eben so ausschauen muss, ja, dann ist okay. Dann ist es, wenn, das muss jeder selber für sich entscheiden, ob es in Ordnung ist. Für mich ist es natürlich nichts, weil ich selber halte jetzt nicht von Steroiden, aber das muss sich jeder selber fragen, ist es was für mich oder nicht. Und da finde ich auch keinen einzigen Kritikpunkt, ja oder nein, hat auch mit dem Thema nichts zu tun. Ja, klar. Es hat nur geheißen, wenn die Muskeln so groß sind, ist es natürlich für den Martial-Arts-Bereich dann zu viel Masse von der Bewegung her nicht mehr förderlich. Aber das werden auch die Bodybuilder-Freunde wissen, ja, dass es natürlich jetzt nicht für den Kampfsport gedacht ist, sondern eher für die Bühne, für die Optik, für die Ästhetik und für den Sport geeignet. Absolut, in das Thema möchte ich gar nicht rein. Nein, also, es geht hier nur darum, dass man einfach sagt, Athletizismus könne hinderlich sein für die Ausübung von dieser Kampfkunst. Das war halt für mich ein bisschen die. Mit der Verbindung könnte ich es verstehen. Ja, aber wenn ihr jetzt behauptet. Das ist, glaube ich, nicht der Athletizismus, den der Herr Mitzner gemeint hat. Weil ein berühmter Spruch von Bruce Lee, ich probiere es mal zu zitieren, ist einfach: ja, Kampfsportler oder Martial-Artisten sind die einzigen Athleten, die sich erlauben können,
eher nicht trainiert und nicht athletisch zu sein. Also die können sich erlauben, auch mal nicht trainiert zu sein. Das bedeutet aber, oder halt dick zu sein. Das bedeutet können. Also Bruce Lee hat immer quasi probiert, den athletischen Teil zu fördern auch. Mhm. Aber wenn du das nicht bist, kannst du trotzdem ein guter Martial Artist, ein guter Kämpfer sein. Du musst jetzt nicht immer die Sixpacks sichtbar haben und alles Mögliche. Das heißt, Bruce Lee zitiert hier, es ist, auch wenn du es nicht athletisch bist, es geht noch. Nur hier ist das Gegenteil. Hier ist einfach eine sehr ablehnende Haltung gegenüber nicht. Ja, aber das siehst du, dass ein, der keine Ahnung vom Zweikampf hat. Zumindest hätte sich niemand beschwert, glaube ich, bei einem Trainee oder Kämpfer über ein gesteigertes Kraft- und Fitness-Level. Ja, kommt nochmal, was für ein Publikum der hat. Wenn das der Publikum ist, das sowieso faul zum Trainieren ist, werden das unterstützen und begeistert sein. Ja, weil keiner will die Wahrheit von denen hören. Die Wahrheit ist die, ein guter Martial-Artist sollte schon halbwegs schauen, dass er zumindest krafttechnisch gut unterwegs ist, dass er Liegestütz macht hin und wieder, Kniebeugen macht, Damenliegestütz, Herrenliegestütz, also quasi ein bisschen auch Herz-Kreislauf-Training reinbringt in sein Training. Das muss ja nicht jetzt im hohen athletischen Bereich sein oder professionellen Bereich sein, aber zumindest, dass man täglich Ausgleichstraining macht, Fitness macht, keine Ahnung, könnt ihr auch gerne Crossfit von mir aus machen. Ist egal, also dass er halt oder Yoga kann er machen. Das wäre immer noch effizienter scheinbar. Ist das ja, von mir aus oder Yoga oder irgendwas kann er dazu machen. Also besser Crossfit als Couch Chichuan. 100%. Wage ich zu sagen. Ja, das kann ich jetzt, das stimmt. Das kann man unterschreiben, meine Damen und Herren. Aber wie gesagt, gar kein Unterstützungstraining, nur das machen. Ich mache das ja nicht, weil sonst funktioniert euer Tai Chi nicht. Ist der größte Schwachsinn, den ich in meinem Leben gehört habe. Ja. Weil dann. Was hat das für einen Zweck, das Ganze? Ist halt eine problematische Ausstellung, die mir untergekommen wieder ist. Wieder die ganze Nische. Also er will alle anderen ausschließen, dass jeder zu ihm geht. Ja, ich meine, das ist halt, wenn man es zu tiefsinnig sieht, ist es dann wieder so eine Lügengeschichte. Wieder einer, der hier ziemlich sich weit aus dem Fenster lehnt. Gut, das gilt halt nur für die Konditionierung des Körpers hinsichtlich Tai Chi. Wir wissen alle, Schaden tut es nicht, ein gehobenes Fitnesslevel, um irgendeiner Sportart nachzugehen. Aber was mir eben im Kopf hängen geblieben ist, ist einfach diese bisschen seltsame Aussage von ihm, so dass das, was er hier tut, das kann gewissermaßen ein normaler athletischer Körper nicht leisten. Da muss man wohl durchdrungen sein von Tai Chi oder was auch immer. Er hat halt als Beispiel einen Footballspieler genommen, weil die Burschen sind ja auch recht fit. Das könnte der gar nicht leisten. Also vielleicht muss das. Ja, weil ein Footballspieler gar nicht zu dir hingehen würde, wahrscheinlich. Vermutlich, weil der hat meistens, ja, da kann ich. Da kann man vorstellen, dass der Footballspieler ihm so herumwirft, kann man vorstellen. Die Burschen sind fit. Die werfen ihn durchaus so durch. Haben auch oft Wrestling-Erfahrung, zumindest auf basalem Level, damit das mit den Takedowns besser klappt. Also ja. Würde ich mir gern mal anschauen, dass er. Diese Idee. Warum nimmst du nicht Typen her, die halt zumindest nicht aus deinen eigenen Reihen sind und wo du das dann so leicht demonstrieren kannst? Vor allem, wenn du schon mit deinen eigenen Leuten das demonstrierst, was wir auch machen, aber wir trauen uns auch zum Beispiel oder wir wagen uns mit jedem, der quasi ein bisschen Martial-Arts-Erfahrung sammeln möchte. Aber hier ist das Problem, ich verlange von keinem einzigen, mit dem ich das vorzeige, dass er sich dann durch die Gegend fliegen lassen muss. Ich meine, es geht schon kontrolliertes Training vorzeigen. Zum Vorzeigen muss man auch Vorzeigeelemente nutzen und jetzt nicht den kleinen Vollkontaktkampf vor einem neutralen Publikum machen. Mhm. Aber zumindest sollte das ein bisschen echt wirken. Ich meine, dass mein Partner jetzt da durch gefegte Stoßübungen so herumfliegt, ähnelt mir jetzt an Zirkusartistik. Also, weißt du, das ist interessant, eine gute Überleitung wahrscheinlich zum letzten Video, das ich dir zeigen werde von den Künsten des Herrn Mitzner, denn da ist zumindest mal nicht ein Schüler oder Teammitglied beteiligt an der ganzen Sache, sondern es ist ein Interviewer, den man auch ansieht, dass der ein bisschen Martial Arts Background hat. Okay. Und hier wird ein bisschen freier geübt. Ich würde sagen, ich zeige es dir einfach. Gerne, gell? Ja. Vielleicht kann das ja zu einer Ehrenrettung beitragen. Zumindest habe ich es als das Realistischste gefunden. Ne? Der fängt hier an. Der ist schon ordentlich auf der Form. Das ist wohl die Tai Chi Creature, von der wir. Der Typ jetzt links ist. Der linke ist der Interviewer, der auch gleichzeitig ihm jetzt bei diesen Demonstrieren. Er fordert ihn halt auf, ihn da in diverse Loch zu bringen oder Standardsituationen.
Kennt man ja, weißt du, diese ganz simplen, basalen Handgelenksaktionen. Hey. Ne, ich zeig dir jetzt hier ein paar Schiertechniken, aber das kann man nicht vorstellen, was da rauskommt. Ja, ja, voll. Ich erkenne die Techniken, die er aufgefordert wird, an ihm zu zeigen. Aber die Abwehr ist. Bitte halt schau dir das mal an, das ist ja nicht mal angesetzt. Kein einziger Versuch ist ernsthaft. Denke mir auch so. Warum kann er den Beinwurf nicht einfach durchziehen? Nicht? So ein purposely being very tasty. Was meinst du mit retten? Wie meinst du? Naja, wie gesagt, das ist sicher die freieste Übung mit am meisten Widerstand, die ich von ihm gefunden habe. Also, das ist das Beste? Ja, ich habe versucht, sarkastisch zu sein. Natürlich ist das jetzt keine Ehrenrettung an sich. Aber schau, er fordert ihn hier halt wenigstens auf. Glaubst du, ich meine, da muss ich ja mit beiden Augen blind sein, dass ich das nicht glauben tue. Naja. Nicht einmal, wenn ich dann... Vor allem, schau, ich kenne ja die Aktion. Da ist ich weiß ja das Gegenrezept. Das ist ja fast schon ein Armheben nach außen. Da ist vorbei, da brauchst du ganz andere Bewegung, dass du rauskommst. Normalerweise dreht man sich halt aus und gibt nach. Ja, er will wieder den Ellbogen hier ein. Ja, steif machen ist okay. Ja, was machst du jetzt? Okay, schiebst du wieder zurück. Na super. Hey! Also wenn er ein bisschen ein Typ hat, der sich ein bisschen auskennt, wird das Ganze ganz anders ausschauen. Ja, aber es ist eine Mischung aus Aikido ein bisschen. Wir reden mehr an Aikido anstatt mit Tai Chi. Also Tai Chi kennt man ein bisschen. Mich hat es auch an Aikido erinnert. Weil das ist eine Handgelenkstechnik. Mixed Martial Arts aus Aikido und Bullshit. Also, so you want to control my skeleton? Ja. But my control over my joint is more than your control over my joint. My control over your joint is more than your control over your joint. So you have the lock, but I have the lock. Der Fury schon, Brian Fury schon, realitätsnäher. Ja, naja, nichtsdestotrotz, das war eine der realitätsnahesten Demos, die ich von Herrn Mitzner gefunden habe, aber witzig, dass du diese Aikido-Aktion mit dem Handgelenk angesprochen hast. Ja, ja, Mischung aus. Das Erste, was ich gelernt habe, wenn man das mit jemandem... schlecht ausgeführtes Chio und schlecht und Aikido. Ja, aber gut, ja. Aber gut, im Jiu-Jitsu würde man halt ganz einfach mitgehen mit dem Druck und sich mal zu Boden werfen. Natürlich. Ne? Sonst bricht er da ja das Handgelenk. Ja, aber er dreht ja zurück, er hat so viel Kraft, dass er wieder zurückdreht. Ja eben, er dreht das zurück und schubt den Zückmann so, der fliegt schon. Naja, das ist ein Tai-Chi-Creature. Also die ist da jetzt quasi... Dieses Level musst du erreichen, aber du musst vorher auf die Couch. Du musst das Couch Chicho. Aber bei ihm würde ich die Couch woanders empfehlen. Witzigerweise, aber... Na, ein einziger Couch. Wo er sich sein Couch hinstecken kann, oder was? Bei einem guten Psychiater. Da mal hingehen, um den Realitätsverlust ein bisschen abzubauen, nicht? Das wär's. Ja, na, ich hoffe... Das war auch ein Sigmund Freud, was für einer. Das wäre ein guter Analytiker von ihm. Der hätte wahrscheinlich alles auf seine Mutter zurückgeführt. Der hätte gesagt, deine Mutter ist schuld. Ja. Ja. Ist ja wurscht, das kann man auch machen. Naja, wie aber gesagt, da haben wir nichts jetzt gegen Mütter, ich respektiere alle Mütter. Da haben wir uns jetzt mal das Teil, das Couch Chichuan angeschaut. Wahrscheinlich war sie nicht mal schuld. Wahrscheinlich nicht. So auf den Kopf gefallen. Wahrscheinlich ist der Herr Mitzner eh in einem ganz liebenden Umfeld aufgewachsen, weil sonst hätte ihm das... Ich meine, er macht doch einen recht sympathischen Eindruck, muss man ich sagen. Ich denke auch, weißt du, es ist ja... Ich glaube, da noch gewinnt auf die Community. Wir wollen ja jetzt niemanden jetzt irgendwie persönlich angreifen. Überhaupt. Aber Tatsache ist, ich glaube... Die Kritik, die er aus der Fachwelt bekommen hat, von diesen beiden Kollegen von uns, ich glaube, das hat Hand und Fuß, ich glaube, das hat Bestand. Die Kollegen haben gesagt, das glaube ich nicht. Die Kollegen haben gesagt, wieso fliegen die Leute um? Der bringt sie ja nicht aus der Posture. Weißt du, was ich meine? Ich kenne die Videos nicht einmal, ich kenne den Herrn nicht einmal. Du kanntest auch die Kontroverse nicht, ne? Nein, überhaupt nicht. Und du hast gesehen, also es ist eine allgemeine Reaktion wahrscheinlich von den meisten, die etwas Ahnung nur brauchen Exakt. Vom Kampfsport. Die müssen nicht mal Experten sein, aber hier kriegt es eine Expertenmeinung. Weil ich habe Wettkämpfer auch ausgebildet und nicht nur meine eigenen Dinge, dass ich dann mitgemacht habe. Aber Ausbildung der Leute oder Karriere, Fortschritte sehen, die in Mixed Martial Arts Fights gemacht haben, Thai-Box-Kämpfer gehabt haben. Ich war selber Veranstalter. Nur, ich sage mal, sowas, ganz ehrlich, macht sowas nicht, weil da werdet ihr euch nur selbst verletzen. Ist halt eine schöne Illusion. Es ist eine Illusion. Es ist halt mehr dieses Science-Fiction-Martial-Arts, wo man dann eben den anderen mit ein paar so Zaubersprüchen gerade besiegen kann oder, keine Ahnung, Zauberkräfte entwickeln kann. Nur bei dem Herrn, wie gesagt,
Wenn es zu gut ausschaut, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Nein, Techniken können auch super ausschauen. Ich kann dir bei MMA-Fights zeigen, da schauen Techniken wirklich zauberhaft aus, wo der andere schwer K.O. geht. Und dann denkst du, hey, warten dir das gut. Gut, aber die sind mit Widerstand gebracht in einer Kampfsituation. Aber das absolut. Ist ganz und ich denke mal, jetzt stell dir mal vor, du machst wie ein Oktagon. Wäre sicher eine spannende Sache. Ne? Kannst du Herr Mitzner, wer ist er? Mitzner? Adam Mitzner. Mitzner. Ich meine, eigentlich wäre es ja englisch ausgesprochen. Herr Adam Mitzner im Oktagon mit der Technik, vielleicht gewinnt er den UFC-Title, ich weiß es nicht. Naja, wenn du mal Couch reinstößt, mit Sicherheit. Die Couch, ich würde mir nicht mit, naja, als wo man halt den Sitzplatz hat in der Ecke, bräuchte er die Couch. Das, der bleibt. Ich glaube nämlich, da ist das Geheimnis. Da vereinigt man Himmel und Erde im Sitzen. Nur so kämpft die wahre Tai Chi Creature. Ne? Ja, aber wie gesagt, das ist halt so. Das wär's. Das war halt, was ich zu dem Herrn jetzt mal gefunden habe. Ich persönlich habe eigentlich es auch sehr berechtigt gefunden, dass man sowas kritisiert, weil immer wenn in der Kampfkunst... Ich kritisiere ja nicht. Nein, ich sage nur die Kollegen, Wahrheit. Die Kollegen, ich sag halt, so. ich habe das nicht unberechtigt gefunden. Die kritisieren, ja. Die kritisierst du nicht, aber du sagst im Grunde dasselbe, wenn man dir das vorlegt. Nicht? Deswegen ich würde wirklich etwas kritisieren, wenn es eine Kritik... Es muss ja auch einer Kritik entsprechen. Das, was wir hier machen, ist halt. Wir haben ja Tai-Chi. Eigentlich sind wir entsetzt, sagen wir ehrlich. Du bist entsetzt, ja? Eigentlich sind wir. Ich bin momentan im Schockzustand. Ja. Aber das legt sich wieder. Nicht sicher. Ich hoffe. Ein bisschen auf die Couch. Dann funktioniert es. Nein, ich meine, ist natürlich dann faszinierend für mich auch, dass Leute, die sowas kritisieren und anprangern als Illusion, dann auch tatsächlich mächtig Backlash kriegen. Also, dass es da überhaupt zu einer Kontroverse kommen konnte, weil im Grunde ist der Sachverhalt ja relativ einfach. Nicht? Man zeigt das her, wir haben das Video selber gesehen, man sagt, hey, Lidl, das funktioniert nicht. Und damit sollte es sich eigentlich haben, aber dass dann irgendwie so zur Ehrenrettung jetzt ein Riesenhaufen Leute dann eigentlich herbeischreiten und diesen ME-Kanal, der das eben behandelt hat, jetzt quasi nein und der ist super und lass den Herrn Mitzner in Ruhe, das ist einer der größten lebenden Tai-Chi-Practitioners überhaupt und so weiter und so fort. Da war ich einigermaßen überrascht, ehrlich gesagt. Also... Liebe Freunde, ich muss ein bisschen Kritik aushalten, weil die Realität, ich dürfte auch gerne die Leute, die das unterstützen, auch in dieser Illusion leben, sagt keiner was, aber hier geht es auch um die Allgemeinheit, ob das funktioniert und wenn der Herr behauptet, diese Art von Stil ist ultimativ und funktioniert gut und ist das 9 plus Ultra, dann wirst du auch Leute begegnen, die sagen, hey, wir betreiben das richtige Maßstab im Wettkampfbereich auch oder auch im Zweikampfbereich. Oder bilden Leute aus und haben die Erfahrung gesammelt, dann müsst ihr die Kritik auch verkraften. Weil ganz einfach, ich sage nicht, man kann so trainieren, absolut kein Problem. Ja? Nur Vergleiche ziehen und das Ganze als das übermächtigste Kampfsystem nennen, naja, da wirst du auch gegen Widerstand treffen. Ja. Und das ist halt berechtigt. Ich mein, wir selber, uns ist ja egal, was die Leute, die können ja machen, was sie wollen, solange es nicht... Das ist ja auch irgendwie der Gedanke dahinter, wenn man etwas als Fake Martial Arts bezeichnet, dann spricht man hauptsächlich über Funktionalität und über Vergleichbarkeit. Ich sage ja, sprich, wenn du da irgendjemanden hinsetzt, der nicht der Herr Mitzner ist und irgendjemanden assistieren lässt, der nicht der Assistent vom Herrn Mitzner ist, dann sollte das zum gleichen Ergebnis führen. Nicht wahr? Der Mitzner wenn man die Technik anwendet. Der Mitzner könnte zum Beispiel, hat Ansätze, wenn ich einmal das, was ich gesehen habe, wo die Grapple-Position gegangen ist, bevor der Assistent herumgeflogen ist. Diese mittlere Sequenz hat mir gefallen. Also quasi, man hat gesehen, er macht Druck dagegen, er arbeitet sich rein, ist alles okay. Und deswegen, wenn er so arbeitet, ist es ja kein Fake Martial Arts in dem Fall. Mhm. Ist eine gute Lektion. Nur er hat Ansätze leider auch vom Fake Martial Arts drinnen, die dann wahrscheinlich, wenn er die raustun würde und ein bisschen mehr realitätsbezogen arbeitet, dann wieder wegmachen könnte. Also, den Herrn Adam Mitzner so zu beurteilen, ist er ein Maßstatist oder ist er ein Fake-Maßstatist? Ich sage nicht, dass er ein Fake-Maßstatist ist. Da haben wir jetzt auch nicht, vielleicht nicht genug gesehen. Um genau, materialmäßig. Ich sage nicht, dass er ein Fake-Maßstatist ist. Ich sage nur eines, er träumt ein bisschen zu viel. Mhm. Also, das heißt, er sollte ein bisschen mehr mit Elementen arbeiten, die auch mehr Gewicht haben. Und das sind Funktionalbewegungen, Druck. Am Anfang hat er, wie gesagt, das, wo man gesehen hat, diesen einen Teil, wo er
die Kontrolle macht und das Ganze. Das hat mir am meisten gefallen vom ganzen Video, der gezeigt hat. Also im positiven Sinne gefallen. Ja. Der Rest ist wirklich Bullshit. Jetzt wissen wir aber, dass der eben auch mit externen Martial Arts und mit ein paar Kung-Fu-Stilen halt jetzt Erfahrung hat. Es mag durchaus sein, dass hier das Sprichwort zutrifft. Es gibt Gutes und Neues am Herrn Mitzner. Nur das Gute ist nicht neu und das Neue ist nicht gut. Absolut. Weil das könnte also ebenso gut eine Chisao-Übung sein. Es könnte eine Chisao-Übung sein, die er absolut genau gesehen hat. Er könnte es aus dem Judo haben, was er als Kind gemacht hat. Genau. Und wahrscheinlich die Sachen, die er da aufgeschnappt hat, die er dann auch teilweise im Ansatz zeigt, sind die funktionalen Sachen, wo er dann wieder die Richtigkeit die hat. Die aber dann ins Esoterische verklärt werden. Die er leider nach unten zieht. Mhm. Und das ist das Gegner, das Schlechte. Rein theoretisch solltest du jetzt schauen, dass du, wenn du die Techniken an Leuten, an jemanden verkaufen tust, auch denen zeigst, was Qualität hat. Und damit kommt zu wenig. Deswegen verstehe ich auch die anderen Marschrad-Channels, die das Ganze dann nicht so gut heißen, weil die einfach ehrlich sind und sagen, hey, das gefällt mir nicht. Ja, beziehungsweise weil sie selber genug Ahnung haben als Beobachter, dass sie sagen, na heißt, ja, das klappt aber so. Aber das nicht. Ist ja nicht nur, dass wir oder dass ich das kritisiere, weil Man braucht ja nicht mal deine Expertise. Da braucht man ein bisschen Erfahrung oder ein bisschen einen Hausverstand und dann ist das. Das heißt nicht, dass ich den Adam Mitzner nicht respektiere als Mensch. Ich kenne ihn nicht. Also als Mensch hat er schon mal jetzt einen Respekt von mir. Er wirkt wie ein netter Kerl. Er wirkt wie ein netter Kerl und es hat nichts absolut mit seiner Persönlichkeit zu tun. Hier und er wirkt auch in seinen Videos jetzt nicht so arrogant oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mich gut mit ihm verstehen würde. Das andere ist aber, der Inhalt ist wie ein Fußballmatch oder woanders, wenn wir dann quasi Kollegen, die Fehler gemacht haben hier, auch wenn es Freunde sogar sind, einfach mal hart kritisieren müssen manchmal. Das ist das Einzige. Also wo ich absolut nicht dabei bin, wenn man einfach Leute schlecht behandelt und in Videos einfach nur persönlich attackiert und alles nur schlecht macht und nicht die guten, positiven Sachen rausholt. Vor allem, man darf nicht vergessen, wir haben es ja wirklich versucht. Anstatt uns hier, wie die meisten Kanäle, einfach nur dieses eine Video rauszugreifen, wo er quasi im Sitzen operiert, das halt offensichtlich total blöd ist. Du hast ja vorbereitet, aber habe ich zumindest versucht, zwei von den Demonstrationen, die sind von ihm selber veröffentlicht, die sind auf seinem Kanal zu finden, dass wir das noch dazu nehmen, dass du da einfach ein bisschen mehr Perspektive bekommst. Er ist ein sehr gemütlicher Trainer, Coach, Lehrer, was auch immer. Und er macht das Ganze halt ziemlich zu gemütlich und halt er gibt den Anschein her, wie wenn das irgendwie die Situation ziemlich, ich will nicht sagen zu fast arrogant, aber zu leichtsinnig. Also er ist einfach zu, also vom ganzen Konzept her, fürs Martial Art, ist das Ganze zu leicht auf die leichte Schulter genommen. Und da sollte man ein bisschen mehr Druck aufbauen, ein bisschen mehr die Technik besser erklären, weniger den Partner herumfliegen lassen, damit das Ganze auch schon besser ausschaut. Mhm. Ja? Naja, sicher. Ich denke mir nur anders jetzt, wie du gesagt hast, man zieht das dann auch gerne ins Harmlose durch dieses Überlegenheit demonstrieren. Weil, die Assistenten. Diese Aikido-Aktion zum Schluss, einfach nur das Handgelenk ist durch, wenn da einer gescheit hingreift und natürlich mal an dem ist durch. Punkt. Das wissen wir alle, das wissen wir, die das auch praktizieren. Dass da jetzt einfach, ich drehe es wieder um und stoße ihn weg. Da gibt es genug auch andere gute Videos, wo Wrestling Geo das gezeigt wird, wenn du die Hand da drehst. Wir kennen es aus der Praxis, dass das brechen kann. Du musst halt dann in die Laufrichtung dann quasi Befreiung probieren, wo es teilweise klappen kann, manchmal sogar, wenn du sogar richtig tust. Wie es nämlich der Assistent witzigerweise in dem Video gemacht hat. Also wer möchte, kann sich es dann nochmal anschauen. Ja. Die Reaktion von dem Typen, mit dem man da übt auf diese Aktion, war eigentlich um einiges gescheiter als die von Herrn Mitzner, weil der tut, was man in einer Basis-Jiu-Jitsu-Klasse einfach gehört hat, lässt sich fallen in die Richtung von dem Griff, ne, und rollt sich ab und das ist es im Grunde. Ja. Wohingegen der andere dann diesen Blödsinn hat mit neuen Druck. Ja, und der tut aus Respekt, lass da los, weil er den interviewt. Aber noch einmal, um den Herrn jetzt da mal so als Analyse mal klarzustellen, positiv oder negativ, ich meine, für mich, also zu ein Drittel kann ich jetzt sagen, wenn man es auf drei Teile aufteilt, ein Drittel von dem Ganzen, was er gezeigt hat, mir am besten gefallen, wo er dann in der Zweikampfposition, in der Grapple-Position war, wo er dann Push gegen Push gearbeitet hat, wo der Partner auch nicht fliegen hat müssen, und wo er dann angefangen hat, den Partner dann so zu dirigieren, dass er fliegen muss, das ganze Show-Effekt, für mich war das unreal und
Ja, das sind halt diese Couch-Geschichten und so. Ich weiß nicht. Wenn es ihr Inhalt vom Training ist, was sie haben, ist okay. Aber bitte, wenn du das Ganze vergleichst in der Marsch-Start-Community, was es für Marsch-Start-Techniken gibt, dann ist es natürlich jetzt nicht das 9+Ultra, weil dann ist es halt irgendein zwischen Gut und Böse, ja, zwischen Heaven and Hell. Und, ja. Heaven, Man, Earth, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ich würde sagen, das war's für heute von unserer Seite mit Couch Chichuan. Willst du die Endcard machen oder soll ich sie machen? Bitte. Ja. Na, mach du sie. Na gut, ausnahmsweise. Also, Seki hat es eh schon eingangs gesagt, folgt uns auf sozialen Medien, abonniert, wenn euch das Ganze gefallen hat oder interessant vorkommt. Es kann sehr für uns helfen, wenn man das einfach mal irgendeinem Freund oder Bekannten schickt, den es auch interessieren könnte. Macht es uns zirkulieren. Ja. Na, Glocke aktivieren vielleicht. Das die Glocke vielleicht aktivieren, um von neuen Videos auch alsbald zu erfahren, sobald sie rausgekommen sind. Ja. Schaut vielleicht auch mal auf Instagram rein. Seit einiger Gerne. Zeit haben wir eine sehr kompetente Fotografin mit im Team, die auch wirklich ganz tolle Schnappschüsse vom Seki abliefert. Kann man sich durchaus auch mal zu Gemüte führen. Ja, aber auch dort probieren wir auch etwas mehr abgekapselt vom YouTube. Probiere ich auch andere Sachen reinzubringen, was jetzt bildtechnisch, videomaterialtechnisch ist. Was noch ist halt eben, dass wir eben auch Rubriken jetzt ausarbeiten wollen in Zukunft. Also es gibt jetzt, momentan machen wir das mit 2 Videos pro Woche, oder? Und jetzt kommen in Zukunft jetzt natürlich mehrere Videos. Ja, genaue Details werden wir noch preisgeben, aber es werden halt dann mehr Videos wie jetzt 2 werden. Auch die Rubrik ändert sich auch komplett. Also, ja, wir sind bestrebt, unsere Produktpalette für euch auszubauen, meine lieben Damen und Herren. Also Rubrik meine ich mit Lehrvideos haben wir momentan nur die Reaktion und quasi Analysen. Zudem kommen auch andere Rubriken dazu, wo ich dann genau weiß, wenn man dann... Das wird super. Ja, lasst euch überraschen. Ja, abonniert fleißig, haben wir gesagt. Ja, und ja, unterstützt uns damit mit Support. Teilt es weiter. Ja. Ja. Naja, danke fürs Zuschauen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Peace. Peace, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.